mal wieder eure Kishi, die Arschgefickte. Ja, ich wollte euch mal von meinen neuesten Errungenschaften erzählen, so Sachen, die mir jetzt passiert sind, so. Ich bin mal heute auswärts gewesen, also ich bin ja schon seit ein paar Tagen auf große Deutschlandreise. Und heute war ich das erste Mal in Berlin. Ich wusste gar nicht, dass der Reichstag auch da ist. Und eigentlich dachte ich ja, dass Berlin die Hauptstadt ist von Bottrop. Hat mich aber ein bisschen geirrt, diese Schelme. Ja, also ich hatte aber heute ist dann noch etwas passiert. Ich habe natürlich dann versucht, die Grenze zu finden zwischen Russland und der Ukraine. Und ich bin dann heute mit meinem Arsch im Brandenburger Tor stecken geblieben. Meine Fresse, was ein Aufregen. Kann doch mal passieren. Ich hab in den letzten Zeiten ein bisschen zugelegt, okay? Es war also die ganze komplette Berliner Polizei aus Ankara war da. Und die haben dann da mit alter Bolzenschneider, Drahtseile, Stahlwinden und was weiß ich, was sie für Geräte benutzt haben. Auf jeden Fall hat alles nichts gebracht. Aber mit 250 Tonnen Schmierfett haben sie mich dann da rausgezogen. Ja, der Einsatz war ziemlich teuer. Was kann ich denn dafür? Ja, die Diebe hat auf jeden Fall heute richtig Gas gegeben. So. Ich habe allen meine Aufwartung gemacht. Und ich wollte ja eigentlich heute schon weiterfahren, aber das Essen, das ist gratis fressen, das nehme ich noch mit. Ja, weil ich habe ja Berlin gehört. Berlin ist ja da wo Bottrop sitzt, voll geil und so. Und ich habe gehört, dass da auch ganz viele tolerante Tunden sind. Und ich habe gedacht, vielleicht werde ich mal heute Abend mal so eine schöne Tunte angeln. Ich könnte es mal wieder richtig gut gebrauchen. Ja. Das mit der Feuerwehr, das hätte ich mir auch sparen können. Aber wer hat denn das gedacht, dass ich jetzt so voluminös geworden bin, dass ich mit meinem Hinterteil, also in meinem rückwärtigen Fahrgestell, im Brandenburger Tor stecken bleibe? Meine Fresse, Jungs, das war ein Aufregen. Jetzt wissen auf jeden Fall auch die Berliner, dass ich voll die Tunte, dass ich voll die Transformer, nein, Legende, nein, achso, dass ich voll das Promi-Luder bin. Ich habe Autogrammkarten mitgehabt und die haben mir fast alle nicht abgenommen. Ja, und ich muss ja zugeben, die sind auch nicht mehr ganz so aktuell. Die habe ich schon seit 3 Jahren bei meinem Nikotinbunker liegen gehabt. Aber ich habe trotzdem versucht, ich habe 10 Stück habe ich einen Mann bekommen. Ja, auf jeden Fall ist so, habt ihr das heute gesehen, meine Fresse, was da los war. So viele Leute waren da am Brandenburger Tor, nur um mich zu sehen. Aber leider waren da weit und breit. Mann, dieses scheiß Personal, Alter. Ich wollte eigentlich heute am Brandenburger Tor die Nationalhymne singen. Aber ich habe kein Mikrofon bekommen, das war... das war wirklich schlimm. Wenn man nicht alles selber organisiert, dann hat man das Nachsehen. Scheiße. So, ach so, ja. Und dann habe ich dann noch was. Also, hör mal zu, du komischer Vogel da aus dem Sauerland. Was meinst du, wer du bist? Was meinst du, was du mit mir machen kannst? Anzeige ist raus. Damit du Bescheid weißt, das lasse ich mir nicht gefallen, denn ich bin Kirschi, die Arschgefickte, und das ist mein Recht als Kunstdame. Hast du das verstanden? Ich lasse mich hier nicht mehr von dir verunglimpfen. Das ist absolut nicht drinne. Verdammt nochmal und zugenäht. Ich bin nochmal die Enthalte.
Entertainment-Maschine. Und da kommt ihr alle nicht dran, ihr seid neidisch. Ihr vergeht vor Neid und es frisst euch auf, dass ich so viele Fliegen habe, die mein Popo küssen werden. Fans, nein, nein, Fans. Besorgt euch doch selber welche, was hältst du denn davon? Verdammt nochmal. Naja, auf jeden Fall bin ich da heute mal großfett aufgetreten und ich hab meine Fußspuren auf dem Wolkaufschelm hinterlassen. Und ja, ich hab's geschafft. Ich bin im Brandenburger Tor stecken geblieben, hab mich da verewigt und ja, mal gucken, wo mich die Reise noch hinführt. Ich hab da noch so ein bisschen Durchfall und da muss man halt auch mal so ein bisschen dran arbeiten an der ganzen Materie. Ich hatte auf jeden Fall mächtig Spaß in Bottrop und das nächste Mal suche ich irgendwie, wie heißt das noch? Ich komme nicht drauf. Auf jeden Fall suche ich danach. Ich habe mir gesagt, ich habe da heute richtig Gas gegeben, meine Spuren hinterlassen. Und jetzt habe ich sogar eine Agentur angerufen, die mich gefragt haben, ob ich nicht vorhabe, mit meiner Darbietung auf eine Tournee zu gehen. Wenn ich mit meinem Arsch 100 Zoll Nägel aus einer Liftwasserscheune ziehe. Ich überlege, ob ich das mache, weil leider hat es ja bis jetzt mit dem Fristen und nicht so geklappt bei RTL